Ja, schönen guten Tag, meine lieben Zuhörer. Heute haben wir Freitag, den 22. März 2024 und lese gerade eine ganz traurige Nachricht, dass wohl gestern Morgen am Nürnberger Hauptbahnhof ein Polizist, 30 Jahre alt, von einem 39-jährigen Pakistaner geschlagen worden ist, ins Auge, am Auge, so heftig, dass der Polizist gestorben ist. Das muss man sich mal alles vor Augen halten, was hier mittlerweile abgeht, was hier passiert. Das wird hier Verhältnisse annehmen, wie in Amerika, dass die Polizei nachher mit Schlagstöcken richtig brutal eingreifen wird, weil das darf hier auf jeden Fall keine Schule machen, dass hier Polizisten zur Schlichtung gerufen werden und junge Polizisten werden hier zum Einsatz gerufen und müssen dafür mit ihrem Leben bezahlen. Wo geht das hier alles hin? Ich bin schockiert, aber gehen wir mal rein in die einzelnen zwei Artikel, die ich da rausgefunden habe. Erstmal auch Beileid für die Hinterbliebenen, für die Frau, für die Kinder, falls er, oder für die Freundin, für die Eltern, Oma und Opa. Es ist ganz erschreckend, was hier in Deutschland hier passiert. Aber wie gesagt, das wird nicht der letzte Fall sein. Wir werden nur noch solche Einsätze sehen, die die Polizisten mit ihrem Leben bezahlen. Weil die müssen ja für Recht und Ordnung sorgen. Und alle, die hier einwandern, diese ganzen Kriminellen, halten sich nicht an Recht und Ordnung. Im Gegenteil, greifen Polizisten an, greifen unsere Frauen an und hier werden die bedroht, belästigt und weiß was ich noch alles. Das werden wir immer öfter sehen. Dank der grünen Politik, dank der Ampelpolitik, dank der offenen Grenzen, auch unter Merkel schon. Hier kommen Kriminelle rein, noch und nöcher, alles junge Männer und nix Ukraine mit Frauen und Kindern. Das ist alles nur Lügerei, die meisten hier vor Ort hier in Gladbeck. Und wenn man hier so Berichte aus Düsseldorf, habe ich jetzt auch noch mal ein Video gehört, da kommen keine Ukrainer mit Frauen, sondern junge Männer, bärtige Männer, auch Kriminelle, vielleicht nicht alle, aber sagen wir mal 70% von denen. Und das reicht ja schon. Der gleiche hier auch in Monheim, ein Flüchtlingsheim direkt an einer Hauptschule, Realschule oder Gymnasium. Es ist unfassbar, dass die Tür an Tür hier wohnen und die haben hier ein Leben ohne Ende. Das kann es nicht sein. Hier muss mittlerweile rigoros abgeschoben werden, das sage ich auch schon in allen meinen Videos, Kriminelle auf jeden Fall abschieben. Ich möchte keine Kriminellen hier haben, auch dieser Pakistani muss sofort hier Todesfolge, schwere Körperverletzung mit Todesfolge, was bekommt man da in Deutschland, ne? Aber die müssen wir jetzt auch noch hier alle in unsere Gefängnisse verhaften, das kostet dem deutschen Steuerzahler ja auch richtig Geld. Ihr schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr da mitbekommen habt hier in Nürnberg, falls ihr denjenigen erkennt. Ich gehe mal zu den Artikeln rüber, damit das jetzt hier wieder nicht so lang wird. Es ist erschreckend, erschreckend traurig und das wird nicht der Einzelfall bleiben. Das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang, den wir immer mehr sehen werden. Ja, aber gehen wir mal hier rein in den Artikel. Okay, schreibt Kommentare drunter, teilt das Video und los geht's. So, meine lieben Zuschauer, jetzt bin ich hier bei Merk. Ich mache immer das Bild ein bisschen kleiner. Werbung weg. So. Und lesen wir mal eben, ne? Also gestern, 22.03., also ist das veröffentlicht worden. Also heute wurde er wohl bekannt. Todesdrama nach Auseinandersetzung am Nürnberger Hauptbahnhof. Polizist 30 stirbt. Also erstmal nochmal mein Beileid an die Hinterbliebenen. Gehen wir mal hier in den Text rein, was hier passiert ist. Ne? Nürnberg ist erschüttert. Bei einer Auseinandersetzung mit einem 30-jährigen Pakistani wurde Bundespolizist geschlagen, später verstarb er. Am Donnerstag rief eine Auseinandersetzung am Nürnberger Hauptbahnhof die Bundespolizei auf den Plan. Vor Ort eskalierte die Situation. Nürnberg, tragische Nachrichten aus den Frankenmetropole. Am Donnerstag, 21. März, ist ein 30-jähriger Bundespolizist noch auf dem Weg ins Krankenhaus aus bislang ungeklärter Ursache verstorben. Ob sein Tod mit der Auseinandersetzung am Nürnberger Hauptbahnhof in direktem Zusammenhang steht, ist nun Gegenstand von Ermittlungen. Ja, ich denke mal ja, sonst wird er ja noch leben. Aber müssen wir abwarten, was da eigentlich alles vorgefallen ist. Nur steht hier der Verdacht ganz klar hier im Raum.
mal schauen, ob man hier was sagt. Nicht, dass ich wieder sagen, hier alles traurig ist so passiert, aber das wäre ja nicht passiert, wenn hier nicht dieser V-Schlag, den wir gleich hören werden. Ne? Ja. Wie Bild berichtet, Auseinandersetzung im Hauptbahnhof in Nürnberg, Angreifer schlägt Bundespolizisten. Das wird er sich zu Hause gar nicht wagen. Da kriegen die direkt hier einen Knüppel, das habe ich schon mal gesehen, hier in Indien, in Pakistan, da greift die Polizei mega hart durch. Und hier fassen wir die ganzen neuen Fachkräfte, die ganzen neuen Flüchtlinge alle mit Samthandschuhen an. Da kommt dann sowas bei raus. Unfassbar. Tut mir leid, da fallen mir echt die Worte. Ne? Wie Bild berichtet, war der Bundespolizist zusammen mit einem Kollegen am frühen Donnerstagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 39-jährigen Pakistani und zwei Reinigungskräften gerufen worden. Beim Versuch, die Parteien zu schlichten, schlug der 39-Jährige den Bundespolizisten unvermittelt mit der Faust ins Auge. Also nicht irgendwie so rantangen oder auf dem Arm, also direkt ins Auge. Anschließend setzten die Polizisten Pfefferspray ein und überwältigten den Angreifer. Nach dem erkennungsdienstlichen Maßnahmen auf der Wache, der Mann hält sich laut Fokus seit dem 2020 legal in Deutschland auf und hat eine Meldeadresse, wurde er wieder auf freiem Fuß gesetzt. Also der ist wieder frei. Okay, der geschlagene Bundespolizist trug eine Schwellung am Rötung am Auge davon, quittierte wenig später seinen Dienst und begab sich noch am Morgen zu seinem Hausarzt. Bundespolizist bricht beim Hausarzt zusammen, wenig später ist er tot. Pah, das ist ja wohl alles jetzt hier kaum zu glauben, ne? Den Berichten nach klagte er bei seinem Hausarzt dann über Beschwerden durch den Angriff und brach plötzlich zusammen. Sofort alarmierte der Hausarzt die Rettungskräfte, die noch versuchten, den 30-Jährigen zu reanimieren. Vergeblich. Auf dem Weg ins Krankenhaus wurde der junge Bundespolizist für tot erklärt. Es sei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden, sagte der Sprecherin aus der Nürnberger Polizei am Freitag. Die Staatsanwalt habe außerdem ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Na, da gucken, wie da unsere Behörden arbeiten. Mehrere News finden sich in unseren Nachrichten. Okay, also keine Ahnung. Auf jeden Fall muss der wieder eingefangen werden, bevor der jetzt hier, das ist ja Fluchtgefahr. Wenn der davon jetzt auch liest, ist er weg. Ja? Wir werden sehen, wie sich das weiter hier entwickelt. So, dann gehen wir hier nochmal bei Fokus rein. Mal schauen, ob man hier noch was anderes findet. Hier ist der Nürnberger Hauptbahnhof. Mann schlägt Polizisten 30 in Gesicht und kurz darauf stirbt er. Tragischer Schlichtungsversuch. Also ich weiß nicht, ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben. Ich denke mal, das hat bestimmt was mit dem Schlag zu tun, dass vielleicht innerlich irgendwas verletzt worden, am Gehirn oder hinterm Auge, innere Gehirnblutung, ich weiß es nicht. Unfassbar, wenn jemand hier sowas hier wieder liest. Ne? Dann gehen wir mal hier rein, hier steht ein bisschen mehr. Ne? Am Donnerstag will ein Polizist zusammen mit einem Kollegen einen Streit in Nürnberger Hauptbahnhof schlichten. Einer der Beteiligten, ein Pakistanier, schlägt ihm dabei ins Gesicht. Wenig später bricht der 30-jährige Beamte bei seinem Hausarzt zusammen und stirbt. Ein Polizeieinsatz am Nürnberger Hauptbahnhof hatte am Donnerstag ein tragisches Ende. Gegen 4:34 Uhr informierte die Deutsche Bundesbahn AG die Bundespolizei die an den Bahnhöfen zuständig ist, über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen 4 Personen im Bereich der Toiletten. Dabei handelt es sich laut Bild um einen 39-jährigen Pakistanier, Reinigungskraft und 2 Männer der DB Sicherheit. Was geht denn hier ab? Werden die 2 Mitarbeiter der Sicherheit mit einem 39-jährigen Pakistanier nicht fertig? Oder wie versteht ihr das? Was ist denn da vorgefallen? Wollte der Pakistanier die Reinigungskraft vergewaltigen? Was lief da ab? Unfassbar, ne? Einsatzkräfte der Polizei versuchen, den Streit zu schlichten. Der Pakistani, ja, soll dabei einen 30-jährigen Beamten unvermittelt mit dem Faust gegen das rechte Auge geschlagen haben. Und den anschließenden Streit zu schlichten kam Pfefferspray zum Einsatz. Der Pakistaner wurde festgenommen und ebenso die 4 Verletzten. Ebenso wie die verletzte Polizeibeamten versorgt. Wenig später kam der Angreifer wieder auf freiem Fuß. Hier ist die Frage, was können die hier als Zeugen sagen? Wie brutal, wie gewalttätig war der? Das muss man ja hier ganz klar ermitteln. Ne?
Polizei 30, das haben wir gerade gelesen, Bericht, doch zusammen. Polizei, Mittel, Schwellen, Rötung, Auge, aber schon richtig blau, doch brach er zusammen. Der Mediziner alarmierte die Rettungskräfte auf dem Weg ins Krankenhaus, wurde der Mann um 10.43 Uhr, also 6 Stunden später, war der tot. Die Ermittlungen in dem Fall Polizei Bayern übernommen. Der Pakistanier, dessen Angriff den Tod des Polizisten auslöste, ist seit 2020 legal in Deutschland. Bisher war er nicht Polizei bekannt. Und dann schlägt er so brutal zu. Naja gut, okay, das ist erstmal die Faktenlage. Müssen wir sehen. Ich schaue euch mal um. Jo, meine lieben Zuschauer, ne? Wir müssen erstmal die Faktenlage abwarten, ob das einen Zusammenhang hat, aber ich denke mal ja, weil wenn so ein rotes Auge anschwillt, je nachdem, wer hart man dagegen haut, aber das werden die Mediziner dann bestimmt feststellen, an was er gestorben ist. Ne? Und ja, wie gesagt, das wird kein Einzelfall bleiben, das ist erst der Anfang. Die Brutalität nimmt auch unter Schülern, unter Jugendlichen und hier haut man direkt drauf, brutal mit Stangen, mit Holz, wenn man hier so manche Videos sieht, wie hier auch untereinander ethnische Völkergruppen sich bekämpfen mit Straßenschlachten, da geht die Polizei sowieso nicht mehr rein, wenn dann nur noch 100 schaffen und es ist unfassbar, was hier in Deutschland, aber auch in Österreich, in der Schweiz müssen wir auch nochmal hier so reinschauen, wer hier als Schweizer Gast hier guckt oder Abonnent schaut, bitte mal in die Kommentare reinschreiben, wie sieht das bei euch in Zürich oder Lausanne oder ja was weiß ich, Basel, wie sieht das da aus mit den Migranten, mit den Flüchtlingen, sind die alle untergekommen, sind die friedlich, werden die bei euch abgeschoben, sind die sicher mit Unterkünften, gibt es da keine Probleme. Das müsste man eigentlich auch mal durchleuchten, wie das hier in der Schweiz ausschaut. Also Österreich, Wien, Graz, das weiß ich auf jeden Fall hier durch Gerhard Groß und Peter Westenthaler, wenn man sich da die Sendung, die haben die gleichen Probleme, da ist doch auch jetzt hier ein Polizist, hier ein, wo war das, für Favoritenstadtteil, wie das heißt, hier vor der Eisdiele Tichy ist doch ein Soldat, ein junger Soldat, der wollte da auch schlichten, mit mehreren Messerstichen niedergestochen worden von der Gruppe hier mit Migrationshintergrund. Das nur, man kann hier das Ganze zusammennehmen. Ich müsste mal nach Zürich und nach Basel, ne, oder hier in St. Gallen, ja, da eher weniger, sind ja nur die Reichen, also sagen wir mal da die beiden Hauptstädte, wie das da bei denen ausschaut, ob da alles friedlich abläuft oder haben die Schweizer auch die gleichen Probleme. Das würde mich mal jetzt interessieren, weil die haben ja auch sehr viele Einwanderung und da bekommen die Leute, die Flüchtlinge, Migranten, ja auch sehr viel Bürgergeld oder hier Asylgeld. Ja, okay, wie gesagt, die Geister, die wir riefen, die werden wir nicht mehr los, ne? Kann man bald schon so sagen. Puh, also nochmal mein Beileid für die Hinterbliebenen. Alles ganz, ganz schlimm, was hier passiert in Deutschland. Und dann sage ich mal, ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Teilt das Video, schreibt Kommentare drunter, wie ihr das hier seht, was es euch passiert im Ruhrgebiet, in Hamburg, in Berlin, Bremen, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Saarland, da Saarbrücken, Stuttgart und Konstanz, München, da wird da vielleicht alles das Gleiche, könnte da das Gleiche passieren. Ne? Okay. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Video.